Hallo und herzlich willkommen zu Nightingale, einem Survival-Game, Open-World-Survival, das gerade im Early Access ist und genau heute, während ich es aufnehme. Ich weiß nicht, wann das Video erscheint, aber jetzt gerade, wo ich es aufnehme, ist es ungefähr eine Stunde her, wo es rauskam. Ich bin so gespannt. Ich habe nicht zu viel geguckt, aber trotzdem genug, um zu wissen, was so grob hier los ist. Es gibt verschiedene Realms, die man betreten kann, Biome und Portale, bla. Ich will gar nicht viel erzählen, wir gucken uns das an. Man kann einen Charakter erstellen. Oh, und ich habe in den Optionen, man kann einstellen, ob man Third-Person-View oder First-Person hat. Eigentlich ist das Spiel dann First-Person. Allerdings mag ich Third-Person lieber, generell in jedem Spiel. Es ist nur in ein paar Shootern, wo ich das lieber First-Person hat, ist ja auch dann verständlich. Also habe ich das in Third-Person gestellt. Es ist aber experimental, was dazu stand. Also weiß man nicht, wie das so wird. Vielleicht haben wir hier und da einen kleinen Bug oder so. Wir werden gucken. Man kann es jederzeit ausstellen. Also alles gut. Ich will auch gar nicht zu viel reden. Wir schauen mal nach. Ach, und eventuell werde ich dieses Spiel, aber nur vielleicht, das ist kein Versprechen, irgendwann mal streamen. Ich habe schon mal erwähnt, dass ich vielleicht irgendwann mich an den Stream rantaste. Ich habe es noch nie gemacht. Allerdings muss ich erstmal mein Setup machen mit einem zweiten Monitor und alles. Und dann sehen wir mal weiter, ob ich das tue oder nicht. Und das Spiel ist übrigens auch 1 bis 6 Spieler, glaube ich. Wir spielen es alleine. Aber falls ihr das kaufen wollt, es kostet gerade nur 26 Euro bei Steam. So 26,08 € oder so. Und ihr könnt es mit Freunden spielen. Also dieses Mal werden wir werden ganz schön verwöhnt mit Survival-Spielen in der letzten Zeit. Genau wie Palworld, das war ja genauso gut. Aber ich glaube, Nightingale wird als Sieger hervorgehen von allen. Auch Enshrouded wird Nightingale nicht schlagen, das glaube ich nicht. Wir fangen einfach mal an. Also, willkommen bei Nightingale. Beginnen Sie mit den Grundlagen und wählen Sie Ihren Körpertypen und das Standardaussehen der jeweils verfügbaren Archetypen aus. Visuelle Optionen können fürs Erste nach dem Finalisieren nicht mehr geändert werden. Wir planen allerdings, diese Funktion in Zukunft zu ergänzen. Sehr schön. So, Mausbutton. So, okay, das ist alles das Typische. So, wir haben... Oh, ich liebe es, wenn Spiele einem Optionen gibt, den Charakter einzustellen. Ich meine... Ich weiß nicht, ob das... die Grafikkarte ist, aber irgendwie stören mich die Augenbrauen. Die erinnern mich so ein bisschen an Dragon Age Inquisition und Dragon Age Inquisition hat mir damals Trauma gegeben. Ich habe mir extra Mods runtergeladen für die Augenbrauen. Auch nur für die Augenbrauen teilweise, weil die mich verstören. Und das hier vorne verstört mich auch ein bisschen. Wir werden sehen, ob wir es ändern können. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Ich meine, das sind nur Augenbrauen. Aber ich liebe es, wenn Spiele einen die Option geben, die Charaktere zu gestalten. Ich liebe es einfach. Oh, die hat ja richtig schöne Haare. Oh mein Gott. Okay. Das war tatsächlich auch ein Punkt, warum ich dieses Spiel auf meiner Wunschliste getan habe und beobachtet habe, wie die Charaktere aussehen. Weil, guckt euch den Stil an. Der ist einfach super. Und auch die Monster im Spiel sehen toll aus. Ich habe bisher nicht viele gesehen, außer einmal so ein Riesen... Und so ein, wie heißt das? Ich weiß gar nicht, was das war. So ein Riesenbaum? Ich bin mir nicht mehr sicher. Es gibt sehr viele Grundlagen. Wir sind Körpertyp B, ne? Ja, A ist Mann. Es gibt eine A und B. Okay, ich würde gerne... Oh, das ist ein hübsches Gesicht. Ja gut. Können wir dann auch Haut und so... Oh, 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 ich war zu schnell mit dem Scrollen. Oh, okay. Ich darf nicht so schnell nach unten gehen mit Ostad. Ups. Okay, ich war hier unten. Ich würde gerne weiter gucken. Das merken wir uns mal, weil die ist schön. Den finde ich als, erinnert mich an irgendjemanden. Ich weiß nicht, vielleicht Belle. Schön oder Speed? Ich weiß es nicht. Alles sehr interessante Charaktere. So, Alter. Wir gehen so jung. Also nicht so jung es geht, weil 16 will nicht sein. Ich bin 24. Also gehen wir 24. Denke ich mal. Sieht man da nicht Unterschied? Oh ja, man wird älter. Da bin ich froh, dass das Spiel mich nicht als super alt darstellt. Obwohl wir gehen auf 20. Warum nicht? Wir gehen auf 20. Ah, da ist ein Geburtsdatum sogar. Haben wir irgendwo April? Da haben wir April gehabt. Fun Fact. April ist mein Geburtstag, aber es ist kein Fun Fact, denn es ist nicht fun. Okay. Die Stimme, mal sehen. Voice Z1. Ah, Musik ist laut, aber ich glaube, das ist der Mann. Ja, das ist die Frau. Ah, es gibt nur 1 und 2, okay.
Ach, und soweit ich weiß, gibt es keine deutschen Übersetzungen, falls jemand redet im Spiel mit uns. Es gibt Texte, wie wir hier sehen, aber das Voice-Over ist, glaube ich, nicht deutsch. Ich lasse mich gerne überraschen, aber es sollte nicht deutsch sein. Geschichte, ein eifriger Gelehrter, der sich sowohl in Natur- als auch Geisteswissenschaften bestens versteht. Sie verbrachten ihre Zeit in den großen Bibliotheken und Lesesaalen ihrer lokalen Universitäten und trieben ausgiebig und umfassend Forschungen in verschiedenen Disziplinen. Nicht schlecht, aber langweilig. Ah, wir haben auch andere Klamotten. Das ist der Akademiker. Der Politiker. Wow, der ist schon weiß. Habt ihr jetzt eine weiße Weste, oder? Weil reinwaschen, ich weiß ja nicht. Und kommt ein bisschen komisch. Ein Mitglied der feinen Gesellschaft. In eine Familie mit erheblichem Wohlstand und politischer Macht geboren. Sie wünschten sich nichts sehnlicher als tagsüber über die Mechanismen der Stadt zu debattieren. Das klingt furchtbar langweilig. Ich will kein Politiker sein. Handwerker? Handwerker? Großen Respekt an Handwerker. Also, das wäre schon mal ein guter Berufswahl. Ein versierter und findiger Tausendsasser. Sie verbrachten den Großteil ihres Lebens bescheiden, aber erfülltes Leben mit harter Arbeit. Sie brauchten zu ihrem Glück nicht mehr als Werkzeug in der Hand und eine Mahlzeit auf dem Tisch. Ein Eremit. Grauenvolle Kleidung. Das erinnert mich an so einen Oma-Morgenmantel. Ein zurückgezogener Exzentriker, der die Einsamkeit der Wildnis dem Lernen der Stadt vorzog. Das Eremit klingt als perfekte Grundlage für unseren Survival-Spezialisten, weil wenn wir von ganz unten anfangen, ist es vielleicht ganz gut, wenn wir mit Einsamkeit klarkommen und mit einer Wildnis. Steht danach zugunsten der Selbstständigkeit auf die Annehmlichkeiten des modernen Lebens. Verzichten, ja. Officer? Nussknacker? Ein militärischer Officer, gewöhnt an das raue Leben im Feld und Umgang mit herrschaftlichen Klassen. Auch nicht schlecht für unseren Staat. Nachdem sie sich bereits in jungen Jahren den Streitkräften angeschlossen haben, sind sie mit Verlust, Zerstörung und der menschlichen Fähigkeit, Schreckliches zu tun, bestens vertraut. Ein Taugenichts, ja. Da sehe ich uns. Wir kommen da rein, haben keinen Plan, was wir machen. Ich weiß nicht, ob die Abstammung irgendwie relevant ist. Außerdem, was ist da mit unserem Hahn los? Was ist das? Was soll das? Das ist ja ekelhaft, aber ne. Okay, ein Kleinkrimineller. Warum ist der Taugenichts gleich ein Kleinkrimineller? Der ein Leben ohne Perspektiven führt und oft auf der falschen Seite des Gesetzes steht. Lange freuten sie sich am Nervenkitzel von Schalk, Diebstahl, Betrug und der Missachtung von Anstand zugunsten der Laster des Lebens. Oh Gott, das klingt nicht so toll, aber vielleicht wäre es gar nicht mal schlecht als Anfang. Ich frage mich, was da unten ist mit 1,2. Ein Vagabund, mittellos und auf den Straßen oder schlimmer im Armenhaus daheim. Ihresgleichen musste im Leben lang betteln, schnurren. Okay. Ach, und das war's. Ich glaube, ein Eremit ist ganz gut. Ich glaube, wir nehmen Eremiten. Wir sind exzentrisch, wer ist das nicht? Wir sind alle einsam zu Hause vor unseren PCs. Ihr guckt mir zu, ich spiele hier ganz einsam, ohne Freunde. Also passt das vielleicht ganz gut. Geschichte haben wir gerade, ne? Abstammung. Oh Gott, was ist das denn? Ach nein, wir können Eltern aussuchen? Bis hin zu Urgroß. Das ist ja mega cool. Oh mein Gott. Okay. Auch wenn der ein bisschen seltsam aussieht von den Pixeln, ja? Meine Grafik ist hochgestellt. Ich weiß nicht, was da gerade abgeht. Wir suchen uns Eltern aus. Sehr schön. Hübsche Mutter. Ich weiß nicht. Wen nehmen wir denn da? Eigentlich ist es ja relativ egal. Ich klicke gerade durch alle so schnell los. Oh, was ist denn bei ihr los? Was ist mit dem Make-up? Frau, mach das doch nicht. Tu dir das selbst nicht an. Ich weiß nicht, ob das irgendwas an unserem Aussehen ändert. Wir nehmen mal sie. Und nehmen einen Vater. Ich will sehen, ob das unser Aussehen irgendwie beeinflusst. Oh, das sieht so schön böse aus. Das passt richtig. Die Mutter, oh, ich bin fröhlich, ich gehe gerne raus, mache Make-up drauf. Und dann kommt der Vater. Ich hasse die Menschheit. Deswegen sind wir von ihrer Fröhlichkeit, haben wir gelernt, mit der Wildnis umzugehen und vielleicht auch ein bisschen soziale Aspekte. Und von ihm sind wir extra exzentrisch geworden. Das würde passen. Ich glaube, wir nehmen ihn dazu. Die Großeltern. Moment. Können wir einfach ihn als Freie da haben? Wir machen. Okay, warte, das muss ich machen. Ich habe ihn auch so nicht weggeklickt. Wo war er? Ja.
Die ganze Familie besteht aus Zwillingen. Die sehen alle gleich aus. Was ist das? Das müssen wir bei ihr auch machen, oh mein Gott. Wo ist die Frau? Ich muss es sehen. Wo war die? War die heute unten? So, dort wechsle ich die unten nochmal. Wo war die denn? Das ist mir zu witzig. Die war doch weiter unten, oder nicht? Ach komm, wo bist du denn, Frau? Sieht so dumm aus. Was ist das? Das sind die schon wieder. Ja. Wir können doch die Abnormalie sein. Und wir alle sehen in der Familie so aus. Ja, ich glaube, das mache ich. Jeder in der Familie sieht so aus wie er. Und wir sind die Abnormalie. Wenn ich ihn finden würde, da war er gerade. Wir sind einfach die Abnormalie. Ich frage mich, was das mit uns macht. Ich hoffe, wir treffen unsere Abstammung nicht im Spiel, weil das ist eine Armee. Eine Armee von Adligen. Okay, also, das ist unsere Familie, ja? Deswegen sind wir wahrscheinlich in die Wildnis abgehauen. Damit würde ich auch nicht mit diesen Augenbrauen, würde ich nichts zu tun haben wollen. So, Erbe. Nein. Ich könnte tatsächlich. Aber wir haben doch. Was für ein Erbe? Wir sehen überall gleich aus. Da können wir doch nichts erben. Von wem? Nur von ihm? Okay, wenn die mitgehen müssen. Okay. Ich hab mich. Oh, Schritt 2. Passen Sie Ihre Aussehen an. Hautton, Augenfarbe, Make-up oder mehr? Hauptsache, ich muss nicht aussehen wie der Vater. Passen Sie die gewünschten Bereiche an. Sie können zufällig Einstellungen auswählen, indem Sie auf Würfel drücken. Ja, das merkt ihr nicht zurück, das auch nicht. Zur Hautfarbe. Ich bin generell sehr bleich, also mache ich meinen Charakter auch sehr bleich. Glaubt mir, die Sonne würde von mir reflektieren, so bleich bin ich. Hautflecken, das sieht man kaum. Ach doch, am Hals sieht man das. Will ich aber nicht. Rötungen fände ich nicht schlecht, aber ich bleib bei bleich, denke ich mal. Demnächst verfügbar. Achso, Narben gibt es noch nicht. Die Charaktereinstellung ist derzeit in der Entwicklungsphase, okay. Und Tätowierungen auch. Also können wir da noch nicht. Oh, endlich mal ein Spiel, was richtiges Blond hat. Die meisten Spiele, wenn man Blond angibt, kriegt man sowas. Und ich finde, das ist nicht Blond. Das ist für mich, weiß ich nicht, Durchfall oder so. Ich habe keine Ahnung. Wie dem mal richtig Blond. Andere. Rot ist auch schön. Ich muss sagen, ich bin immer so für die Naturfarben, aber wenn ich eine Haarfarbe färben müsste, dann wäre es entweder blau, aber keins von den blauen, die hier sind. Aber sonst wäre es rot, weil rot ist auch richtig schön. Also alle mit roten Haaren, ihr habt wunderschöne Haare. Ab und zu bin ich echt neidisch, auch wenn ich sie niemals färben würde. Und diese Augenbrauen sind so hässlich, was ist das? Kann ich irgendwie ein bisschen dunkler, aber nicht. Ah, die sehen besser aus von der Textur her. Die sehen furchtbar aus. Warum sehen die so furchtbar aus und die besser? Was ist das? Warum sehen die so gut aus von der Textur? Warum, was ist das andere? Was ist das? Okay, wir bleiben bei denen, die gut aussehen. Gesichtsbehaarung. Ich habe keinen Bart. Die kann ich nachher auswählen. Mache ich jetzt mal nicht. Ich möchte keinen Bart haben. So, wir können Haare. Ich muss sagen, als das gerade noch nicht geladen hat, dachte ich, das wäre ein Hut. So wie bei denen hier, beispielsweise, wenn die Textur nicht da ist. Aber schöne Haare. Ich finde auch die, diese, wie nennt man die? Diese Perlendinger da an der Seite sehr schön. Wenn wir das nehmen, sehen wir aus wie eine verrückte Wissenschaftlerin. So ein Heißluftballon erstellt. Die Haare sind so schön. Okay. Also, schön, aber was ist das? Warum ist mir so ein Band? Das Band musste nicht sein, aber an sich echt schöne Haare. Das sind auch die Haare, die ich eben so toll fand bei der einen. Oh, ich hasse Haare auswählen. Ich würde am liebsten alle gleichzeitig haben. Einfach so ein Ball an Haaren, mehr nicht. Das reicht mir schon. Ich glaube, wir nehmen weiter oben irgendeine Haarfrisur. Ich würde auch die nehmen, die ich eben so toll fand, aber ich glaube, die wird mich auf Dauer nerven. Oder? Ich weiß nicht, ich meine, sie ist hübsch. Aber ob sie mich nerven wird auf Dauer, weil sie so riesig ist hinten, das ist die Frage. Da ist, glaube ich, die sogar besser. Ach komm, wir sind mal gewagt. Wir nehmen die. Mal sehen, wie es mit dem Gesicht gleich passt. Wir ändern das Gesicht ja noch und dann gucken wir. Oh mein Gott. Okay, auf dem Bild sieht das brutaler aus. Ah! Das ist ein Busch! Das ist ein Busch! Oh Gott, das passt ja gar nicht.
Okay. Ich will keinen Busch haben. Was? Die anderen sehen da noch eine... Ich weiß nicht, was ich gerade sagen, die anderen sehen normal aus. Aber wer hat so einen Haarwuchs? Niemand hat so einen Haarwuchs. Wir nehmen das. Das hier, oder? Die hier oder das? Man, die muss ja nicht dünn sein. Aber... Was ist das? Wir nehmen die, das passt. Gesichtsbehaarung, können wir es mal angucken. Oh, auch Gentlemen sind wir. Ja, Bart nehmen wir nicht, aber interessante Werte. Kann ich das auch wieder wegmachen? Ja, zurücksetzen. Ich hatte gerade ganz kurz Angst, dass das bleibt. So, wir können eine höhere Stirn machen, niedriger. Wir lassen so mittelmäßig. Das ist wahrscheinlich, ob es rausguckt, ne? Ja. Auch so mittelmäßig. Der Schädel. Oh mein Gott, okay. Ich glaube, da unten gefällt mir das. Ah, das geht weiter runter da. Okay. Aber wir sehen sehr überrascht aus. Ich frage mich, ob die Augen das nachher ändern oder ob das die Augenbrauen sind, die gerade uns das Problem haben. Das Ohr, ich sollte das Ohr nicht ändern. Ich kann es nicht sehen, wenn ich das Ohr ändere. Am Ende sehen wir furchtbar aus. Obwohl, was kann man wirklich an Ohren falsch machen? Also wir machen das, aber macht das irgendwie raus oder runter? Ne, das macht nicht den größten Unterschied. Das lassen wir so. Dann einmal zur Nase, die Position. Ich glaube, so viel können wir nicht ändern. Unser Gesicht, was wir am Anfang ausgewählt haben, wird jetzt unser Gesicht bleiben. Ich bin nicht das größte Fan von dem Gesicht, aber es ist, ich meine, hässlich ist es nicht. Ich hätte nur gerne mehr Auswahl, dass ich selber Augen und so auswähle. Das kann ja sein, dass es noch kommt, also... Sag ich da nicht so viel, beschwere ich mich nicht so viel, ja? Ich glaube, so lassen wir das. Die Form. Ah. Okay. Ah. So eine kleine Stupsnase, da kann man nie was gegen haben, oder? Ja, das ist so eine hübsche Nase. Das ist eine hübsche Nase. Ich würde auch gerne eine Nase einfach entscheiden können. Ach, und das können wir auch verändern. Aber ich mag ja so eine kleine Wölbung. Ja, das ist eine hübsche Nase. Also, kann man nicht meckern. Obwohl ich ein kleines bisschen breiter vielleicht. Ja. Kiefer. Okay. Es ist schön, so viel Auswahl zu haben. Das würde ich bei Survival Games eigentlich nicht erwarten. Vor allem, weil man ja eigentlich First Person ist. Ich weiß nicht, ob man irgendwie Cutscenes oder sowas hat, weil First Person scheint mir dann ja eigentlich irrelevant, so viel Auswahl zu haben. Weil was genau möchte man mit Auswahl, wenn man sich selbst nie sehen kann? Okay, ich kann es nicht einschätzen, was ich hier ändern sollte und was nicht. Also lassen wir das soweit. Kinnstärke. Huch, was passiert denn da? Kommt mein Kinn raus? Ah ja. Wir sehen aus, als ob wir schmollen würden. Kann das sein? Adapt up wollen wir nicht. Achso, ich dachte, wir kriegen eine Beule oder so. Ja gut, dann lassen wir es bei 50, so wie es war. Dann gehen wir zu Augen. Sehr schön. Ah, oh, Augenvoreinstellungen. Oh, das sind die Farben. Ah, okay. Auch wenn wir es nah rangehen, wird es blurry. Das ist nicht so toll. Hübsche Augen, aber... Ah, oh, ich liebe ja Blau. Also Blau ist wirklich meine allerliebste Farbe. Ich habe ja auch blau-grüne Augen. Aber ich finde auch generell bei anderen Leuten, wenn die so richtig schön hellblau haben, das sieht einfach so gut aus. Allgemein ist auch egal, welches Blau man hat. Augenfarben sehen immer schön aus. Huch, was ist denn... Wieso habe ich da jetzt Voreinstellungen? Ach so, das Muster. Ach. Das ist ja cool. Das ist mir gar nicht aufgefallen, während ich das ausgesucht habe. Ich glaube, wir nehmen das Muster und dann ändern wir die Farbe. Augen sind was Cooles. Ich finde immer noch Augen von Menschen. Das sind einfach das schönste Körperteil. Einfach die Augen. Wie man immer sagt, Fenster zur Seele. Und ich glaube auch, das stimmt. Man sieht in den Augen sehr viel, ob eine Person viel getrauert hat. Ob sie viel Leid erlitten hat. Man sieht es einfach. Musst du den Kopf jetzt... Musst du die Augen jetzt... Okay, meine Augen sehen gruselig aus. Kann ich das ändern, bitte? Ja, ich hatte keine Pupillen. Das war mein Problem. Ich kann euch Augen mit Pupillen empfehlen. Und mit schwarzem Rand. Dann seht ihr nicht direkt gruselig aus. Will ich nur mal anmerken.
Es ist schwieriger, als ich dachte, die Augen auszusuchen. Ich dachte, ich könnte das noch... Oh, das, die sind ja hübsch. Aber schwarze behalte ich nicht. Ich würde gerne den schwarzen Rand behalten. Also wenigstens habe ich Pupillen bei denen. Das ist doch gut. Die Blautöne gefallen mir jetzt nicht so sehr. Was geht? Das Hellblau ist schön. Ich glaube, wir nehmen das Hellblau. So, ah, hier können wir das ändern. Okay, okay. Ich würde gerne beide, ja? Iris Innenfarbe. Kann ich ganz schwarz machen? Dann möchte ich bitte grün. Ich würde es gerne so ein bisschen an meine anpassen. Auch wenn sie meistens eher grün aussehen, aber tatsächlich, wenn man genauer hinsieht, ist das nicht der Fall. Dieser komische Kreis, den mag ich nicht. Der sieht komisch aus. Wir können auch wieder ein bisschen grün nehmen, einfach damit sich das ein bisschen... Damit sich das ein bisschen, so ineinander verschmilzt. Oh, ich liebe Augen. Augen sind so schön. So, ihre Außenfarbe, das ist unser Blau. Da bleiben wir auch bei dem Blau. Das sieht ein bisschen blöd aus. Ich dachte, es verschmelzt. Ja, aber eigentlich geht's. Ja, eigentlich geht das. Sieht gar nicht mal so hässlich aus. Ja, wir bleiben dabei. Skalieren. Oh mein Gott. Oh, ein Psychopath. Oh mein Gott, auf Drogen. Okay, wir machen mal, wir übertreiben mal nicht. So, das ist doch gar nicht mal schlecht. Details. Ah, hier können wir auch das Dunkle vom Rand einstellen. Das ist super. Ich glaube, wir machen das, soll nicht super hell sein. Machen so, wir gucken uns sowieso nicht oft in die Augen. Ich übertreibe vielleicht gerade ein bisschen. Gott, wir können auch ganz rot. So sehe ich immer aus, wenn ich mal lange Nächte wach geblieben bin, um zu spielen. Furchtbar. Einmal sah ich wirklich so gruselig aus. Da war ich aber auch ewig lang. Ich glaube, als Among Us rauskam, habe ich einmal 36 Stunden am Stück gespielt. Ja, das war nicht gesund, aber ich konnte einfach nicht aufhören. Es hat so viel Spaß gemacht. Ich habe es aber nicht lassen können. Wir wollen locker mal 36 Stunden da draus. Das ist aber schon ein paar Jahre her. Heutzutage. Irgendwie bin ich heutzutage müder. Ich weiß nicht. Ich bin froh, dass wir die Augen... Tiefe? Okay, die Augentiefe ist egal. Ich dachte nicht, wir können, wie sie rausgucken, ändern. Ist aber auch nicht so... Oh, Augendrehung. Kann ich sie ein bisschen höher machen? Oh, ich liebe es, wenn die so hoch sind, ne? Das sieht immer so hübsch aus. Ja, ich freue mich, wenn wir... Ich freue mich, wenn wir den Mund ändern können, weil der Mund stört mich. Was ist das? Das sieht so... Das passt überhaupt nicht zu unserem Gesicht. Das gefällt mir gar nicht. So, Wimpernlänge. Okay, wir sollen nicht übertreiben. Ich finde unser Charakter. Oh! Das ist ja noch schlimmer als die Augenbrauen von ihm. Was ist das? Gott, bitte, Leute, lauft nicht so rum. Wenn ihr die Möglichkeit habt für falsche Wimpern, mit Stil, bitte, mit Stil. Ich glaube, unsere Wimpern sind jetzt schon zu viel, oder? Ah, es geht. Es geht. Wir haben einen ganz schön niedlichen Charakter, finde ich. So, Mundform. Ich bin sehr froh, dass wir das ändern können. Ich mag große Lippen, aber muss nicht übertreiben. Zumindest nicht für unseren Charakter gerade, weil das passt sonst nicht zu unserer Gesichtsform. Meistens passt sich ja alles von der Natur aus der Gesichtsform an und man sieht einfach perfekt aus, wie man ist. Unser Charakter hatte diesen Vorteil eben nicht, weil wir sind sehr komisch gestartet. Ich kann leider die Position nicht ändern, ne? Nur das Ding. Okay, wir sehen immer noch komisch aus, weil sie ihre Augen so aufreißt. Das sieht so seltsam aus. Warum machst du das? Dame, reiß dein Auge nicht so auf. Du machst es trotzdem. Ach, weißt du was? Ist mir auch egal. Wir bleiben einfach dabei. Zähne. Oh Gott. Mach doch nicht diesen Gesichtsausdruck. Was ist das? Er soll beim Zahnarzt machen. Sie A und so sehen wir alle aus dabei. Metallzähne. Oh Gott. Nein. Absolut nicht. Was ist das? Zahnmetallrand. Kann ich das bitte nicht haben? Wie? Schiefheit. Oh Gott. Nein, wir lassen das, wie es ist. Make-up. Ja, wir können die Wangen einstellen. Wangen-Make-up generell lasse ich meistens weg, wenn ich ehrlich bin. Bin ich kein Fan von. Also es sieht hübsch aus, wenn man das dann echt gut hinbekommt, aber so in Spielen bin ich absolut kein Fan davon. Weil die meiste Zeit sieht es einfach nicht gut aus.
Können wir richtige Schwarz haben? Ich weiß nicht, ob wir hier so ein wirkliches... Ah, wir können die Intensität höher stellen. Ist auch gut so, denn das Make-up, das darf ich setzen. Glitzer. Ein bisschen heller machen als vorne, das ist nicht so schwarz. Das finde ich gut. Ich mag es nicht, wenn das so schwarz ist. Intensität, schon wieder. Intensität, wieso sage ich das mal? Intensität, so. Machen wir runter. Der Lidstrich, das Wichtigste. Wir kriegen auch Muster, das ist schön. Muss aber nicht sein. Ich freue mich, wenn wir das alles zwischendurch ändern können. Weil soweit ich die Sicherheit habe, dass wir auch irgendwann unseren Charakter mal ändern können, können wir auch gerne mal Sachen ausprobieren, wie wir sehen aus wie ein absolutes Monster. Das, da hätte ich nichts dagegen. Nur wenn wir es nicht ändern können, möchte ich nicht unbedingt aussehen wie der größte Volltrottel. Das, ja, das muss nicht sein, wenn ich mich schon angucken muss mit Third Person. Nee, ja, es ist, sieht gut aus, finde ich. So, Wimpern, Wurzel. Achso, das ist einfach... Es gibt so viele Optionen. Selbst die Wimpernspitzenfarbe kann man ändern. Ich werde alles auf schwarz machen, aber dass man das ändern kann, das ist ziemlich cool. Lippen. Schlicht wäre da ganz gut. 5 war, glaube ich, ganz passend. 9, 10. 18 ist das letzte. Was war 5 nochmal? Wir gehen aber auf 5. Ich will mal gucken. Ach so, das ist nur so ein Mittelstreifen. Nevermind. Ich dachte, das wäre mehr als ein Mittelstreifen. Was denn mit 3? Wenn wir das ein bisschen... Hier, wenn ich die Intensität, ich kann nicht reden, gleich ein bisschen runterstelle, geht das bestimmt. Ich meine, das sieht gerade furchtbar aus, aber... Nur so ein bisschen angehaucht. Lassen wir es rot machen. Ja, das sieht ganz hübsch aus. Ein bisschen Glanz. Selbst Make-up können wir haben bei diesem... Ich weiß es nicht. Es ist einfach ein Survival-Spiel. Ich habe auch nichts erwartet. Also nicht customized. Ich habe gesehen, man kann Charaktere haben. Ich habe nicht erwartet, dass du hübsche Charaktere haben kannst. Es gibt Voreinstellungen, die sind aber noch nicht fertig. Die sind noch in der Überprüfungsphase. Also in der Testphase. Schritt 3. Wählen Sie die Startumstände Ihres Charakters aus. Oh, diese verändern und entwickeln sich im Laufe des Spieles. Nightingale bietet ein sich ständig veränderndes Online-Multiplayer-Spielerlebnis. Sie können den Schwierigkeitsgrad aller Welten, die Sie betreten, einstellen und anpassen. Mit Ausrüstung und Gegenständen können Sie sich auf Ihre Abenteuer vorbereiten. Je höher Ihre Ausrüstungswertung, desto besser sind Sie vorbereitet. Okay. Eigentlich müssen wir eine Wissenschaftlerin nehmen, bei dem, wie wir aussehen. Ich weiß auch nicht. Ich gucke gleich nochmal ganz kurz. So, Ausrüstung. Cool, dass man die Startumstände einstellen kann schon mal. Unser Kopf sieht so unpassend aus für den Körper. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Vorsichtiger Flüchtling. Warte, wir gehen jetzt mal auf einfach und gucken. Einfaches Überlebenskünstler. Und Rin und Eremit, das ist ja unser Hintergrund, richtig? Da sie in einem Stadtzentrum aufwuchsen, in dem es immer wieder Tumulte gab, waren sie viele Jahre mit allerlei Bürgerunruhen konfrontiert. Dies veranlasste sie später dazu, ein Leben fernab der Stadt zu führen... führen zu wollen. Sie brachen alte Verbindungen ab und lernten, auf sich alleingestellt zu überleben, bis das unvermeidliche Ende sie ereilte. Als sie sich gemeinsam mit den Massen durch das nächste Portal drängten, war es offensichtlich, wer am besten dafür gerüstet war. Doch sie stellten sich die Frage, ob Gemeinschaft in den Welten möglicherweise lebenswichtig sein könnten. Mittel wäre ein vorsichtiger Flüchtling. Also von Klamotten her finde ich schon mal das Beste, aber darum geht's ja nicht. Die Fähigkeit, allein mit Hilfe von Grund und Boden überleben zu können, erfüllte sie mit Stolz. Sie entstammten einer Bauernfamilie, die viele Generationen zurückreicht und waren ihr ganzes Leben lang mit Selbstversorgertum konfrontiert. Als sie von den bevorstehenden Evakuierungen erfuhren, mussten sie das Land ihrer Familie aufgeben. Ihr Erbe, ihr Vermächtnis im Stich lassen zu müssen, war für sie niederschmetternd. Die Idee, in den endlosen Weiten der Welten zu bestehen, erfüllte sie allerdings mit Nervenkitzel. Sie verließen ihre Heimat mit lediglich einer Garnitur robuster Arbeitskleidung, überzeugt, dass sie nichts weiter benötigen würden.
Das ist sehr gewagt. Ich glaube, wir werden durchaus mehr. Oh mein Gott, dieses Kleid. Durchaus mehr brauchen als Grundausrüstung. Ich bin sehr dazu geneigt, schwierig zu nehmen, einfach weil wir dieses Kleid dann haben. Mit ihrem abgelegenen Zuhause erhielten sie nur selten Nachrichten aus der weiten Welt und begnügten sich damit, bei unregelmäßigen Besuchen der nächstgelegenen Stadt Neues zu erfahren. Es war während eines solchen Besuches, als die Blässe hereinbrach und sie von ihrer gut ausgestatteten Hütte trennte. Wenngleich ihnen ihr simpler Lebensstil für bevorstehende Prüfungen das entsprechende Rüstzeug mitgegeben hatte, sahen sie sich nun der größten aller Herausforderungen mit den Welten, mit nichts als ihrer Reisekleidung bestückt. Ich muss sagen, ich bin sehr geneigt, das zu nehmen. Und extrem, oh Gott, Langschläferin, eigentlich müssen wir das sein. In Eremit. Ihre Eigenbrötlerei hatte die dafür gesorgt, dass sie in der feinen Gesellschaft unzählige Male abgewiesen worden waren, weshalb sie sich stattdessen für ein zurückgezogenes Leben entschieden. Bei aller Kontakte zur Außenwelt erfuhren sie nichts von der hereinbrechenden Blässe und erwachten, als sich der Nebel bereits anschickte, ihr Haus zu verschlingen. Von seiner schrecklichen Stille verunsichert, wagten sie nicht länger einzutreten und flüchteten ohne Hab und Gut in die nächstgelegene Stadt. Als sie dort eintrafen, waren diese bereits vollkommen leer. Nur ein geöffnetes Portal verriet, wo die Bewohner hingegangen sind. Also extrem nehmen wir nicht. Das ist mir, glaube ich, zu viel. Aber ich glaube, wir nehmen schwierig. Ja, wir starten einfach schwierig. Wir können es ja jederzeit ändern, denke ich mal. Stand ja, wir können das ja pro Areal was ändern. Und ich will dieses Kleid haben. Ganz ehrlich, ich will einfach dieses Kleid haben. So, und Welt. Vielleicht sollten wir die Welt ein bisschen einfacher machen, wenn wir schon als Ausrüstung schwer haben. Je höher die Welten macht, desto anspruchsvoller die Welt. Einfach der Schwierigkeitsgrad ihrer Stadtwelt, allen Welten, die sie danach aufsuchen, unterscheiden sich von den anderen. Je höher die Welten macht, desto anspruchsvoller die Welt. Das wird überall stehen, ja? Ach so, ganz unten ändert sich das. Die neuen Survival-Crafting-Genre sind und sich etwas einfaches Einstieg wünschen. Ich muss dazu sagen, ich habe nicht viele Survival-Spiele gespielt. Ich habe Palworld gespielt, aber da kriegt man ja alles irgendwie zugeworfen. Ich habe The Forest gespielt, aber auch nicht sehr lange. Und eigentlich war das auch ziemlich einfach. Ich weiß gar nicht, was ich noch gespielt habe. Raft habe ich gespielt. Aber du bist halt nur auf dem Raft, das geht noch. Also sollten wir vielleicht mit einfach gehen, denn ich bin... Wir sind jetzt schon... Oh Gott, was ist das da oben eigentlich? Ach, das sind die Schwierigkeitsgrade. Wir sind ja schon mit Ausrüstung schwer. Ich glaube, dann nehmen wir die Welt macht einfach. Ich möchte nur eine Sache noch ändern. Eine Sache möchte ich mir ansehen, und zwar die Abstammung. Ob wir nicht vielleicht doch was anderes nehmen? Weil, nee, Politiker wollen wir nicht, Akademiker. Ich glaube, wir bleiben einfach bei Eremit, das passt schon. Wir sind soweit fertig, ja, das ist unser Charakter. Ich weiß nicht, ob wir ihm einen Namen geben müssen, wir wissen es nicht. Aber wir gehen weiter. Achso, ich gehe mal nach unten und ja, ich bin fertig. Ach, wir brauchen einen Namen. Wie sollen wir sie nennen? Ich meine, die feine Dame ist eine feine Dame, wir nennen sie, wir können auch Zufall nehmen. Wir nennen sie Gilbert. Nein, wir nennen sie nicht Gilbert. Edmund, Cloud, Hubert, Felix, George, Roxy. Ah, Roxy, endlich mal. Catherine. Catherine wäre gar nicht schlecht, aber ich glaube, ich nenne sie Elisabeth, ja. Weil das ist für mich immer so der typische Adelsname. Ich bin gespannt. Before time itself, the realms have existed. Born of curiosity. We opened the first gateway to our endless Feywilds. The Fey have long since aided man in harnessing that which we live and breathe. Magic. Tolerance was known until your grasp extended reach. Greed. In the face of power, saw your world caught in ruin. And out flowed the pale, swallowing all in its path. Some fled its ever-spreading tongue, seeking refuge in Nightingale. Only to be severed from assistance as the pathway between realms collapsed. Perhaps not all
is lost. For Nightingale still stands, pushing forward towards progress and enlightenment. Humanity's final beacon. Your path thither is winding and full of terror's nascent realm, Walker. Wilt thou succumb to fey lands beyond thy wit? Or wilt thou endure, find the way homeward and rebuild anew? Also das war mal ein geiles Intro. Ich bin gespannt, was uns in der Welt erwartet. Hoffentlich nur Gutes. Und hoffentlich nicht direkt der Tod. Unbekannte Welt. Weltkarte nicht verfügbar. Anwesende Fraktionen. NPC-Bösen. Wir haben keine Informationen. Ich denke mal, das ist das, was wir sonst später hätten. Diese Anzeige, was uns die Welt bieten würde. Wir haben natürlich jetzt absolut keine Ahnung, weil wir neu sind. Ich setze einfach mal fort. Let my words steer your steps. Ja, eine Sekunde mit den Wörtern, ja? Ich will meine Brille einmal putzen. Denn sonst möchte ich nicht voranschreiten, wenn ich schon in dieser dunklen Höhle rumlaufen muss, will ich wenigstens was sehen. Das ist ein bisschen, was ich sehen kann. Okay, also wir sind... Oh, hi! Was geht ab? Bist du auch gerade auf Durchreise? Also ich, ja. Hoffe ich mal, dass das nicht mein neuer Standort ist. Boah, eine alte Couch. Geil. Ja, okay, wir können da nicht raufspringen, oder? Oh, wundervoll. Wolltet ihr nicht immer schon mal ein Kleid anhaben, was exakt die gleiche Farbe hat wie eure Couch? Das ist auf jeden Fall... Das ist noch so ein Typ. Oh, was war das? Habt ihr das gehört? Ich hab was glitzern hören. Oh, das ist das Portal. Kamen wir daher? Da kamen wir anscheinend her. Puh, okay. Dann reisen wir mal durch diese Höhle. How now, Fleshling? Whither wander you lost in our Feywild? Das werde ich dir gleich sagen, soweit du aufhörst, mich Fleischling zu nennen, okay? Das ist nicht gerade, ich finde den Begriff nicht toll. Ich bin den abnormalen Weg gegangen. Was mich hier hinführt, ich habe keine Ahnung. Wenn ich ehrlich bin, ich glaube, Danny... Was war das? Ist Krieg draußen, oder was? Ist das der... Oh, wir hätten auch da lang gehen können. Show haste, human. Wenigstens nennst du mich jetzt Mensch. Das ist ein Vorteil zu Fleischling. Denn ich möchte nicht Fleischling heißen. Ich bin mehr als nur mein Fleisch. Quickly, before those bound fiends sniff out your despair. Glaub mir, wenn die meine Verzweiflung riechen könnten, wäre ich schon lange tot. Da wäre ich gar nicht erst geboren worden. So kann ich mit... Was ist das? Kann ich erst mit dir reden? Was bist du überhaupt? Mit Puck. Das ist der Typ, der mit uns geredet hat. Und der auch im Intro war. Shadows abound, yet like a fire's final embers, you refuse to be snuffed out. Okay, jetzt, wo wir beim ersten Text sind, bevor ich jetzt hier voranschreite, die allererste Frage. Ich weiß, es gibt viele Menschen, die nicht so gut mit Englisch sind. Hier ist ein Text, ich weiß nicht, ob ihr den schnell nebenbei lesen könnt, während ich warte, bis es da vollständig steht, so wie es da gerade geschrieben wurde. Oder ob ich das für euch vorlesen soll. Also werde ich jetzt erstmal nicht vorlesen, aber falls ihr es vorgelesen haben wollt, dann schreibt mir das einmal. Dann werde ich darauf achten, das immer vorzulesen. Dann müsst ihr das nicht machen. Wenn man zum Beispiel gerade so im Bett liegt und keinen Bock hat, durchgehend zu lesen und einfach nur Geräusch hören will, dann kann ich das verstehen. I come with an offer to guide you to a safer realm and rebuke death, unlike so many of your. Und warum willst du uns helfen? Wer bist du überhaupt, dass du uns helfen willst? Was bist du für ein komisches Hirschwesen? Take these bloodstained cards, play them, and let amiable bond be drawn between Fey and Flesh. Ich meine, klar, ich suche immer Freunde, aber warum muss es eine blutbefleckte Karte sein? Hättest du nicht ein bisschen wischen können vorher? Give me your hands, that we may be friends, and I shall restore amends. Okay, ich gebe dir meine Hände,
Ich vertraue dir mit meinem Leben. Hurry yonder toward portal and apparatus, so you, bare child of earth, might abscond this nightmare. Okay, cool. Das Ding hinter mir? Travel to the forest by way swiftly. Across the divide, a greater gift awaits. Partnerships with Fae afford many wonders yet unseen. Mit uns, Fae. Also gibt's mehr von dir. Ich soll mit mehr Leuten mich anfreunden? Ich dachte, du bist jetzt mein einziger Freund. Ich mag nicht mehrere Menschen, okay? Mir reicht eine Person. Ey, ey, nicht versch... Hat er gerade getanzt? Wow, ey, tanz nicht davon. Lass mich mittanzen. Ich kann auch tanzen, siehst du? Ah, bitte, nimm mich mit. Ich will nicht durch Portale gehen. Hä? Ich hab C gedrückt, weil ich crouchen wollte. Das war wohl nicht richtig. Ah, das ist also eine Weltkartenmaschine. Oh, Moment, was ist denn das? Ein Hoffnungsecho. Ein Brief. Der Schleier zwischen uns. Überlegungen am Ende der Welt. 3. November 1889 in Sambungan. Paris ist verloren. Jegliche Kommunikation mit der Stadt ist abgebrochen. Das letzte erhaltene Schreiben aus der Stadt handelte davon, dass angeblich eine Substanz aus dem Pariser Transpetportal gedrungen wäre. Seitdem ist nur noch Stille. Es hört sich immer noch an wie Krieg über uns. Wahrscheinlich ist das auch Krieg. Unsere Arbeit wird im Schatten dieser Neuigkeiten fortgesetzt. Das Portal allgegenwärtig, während wir die aus den Welten zurückgebrachten Artefakte studieren. Doch die Ungewissenheit nagt an uns und wir achten wachsam auf alle Widrigkeiten. Sita brach erst vor wenigen Tagen durch das Portal zu einer Expedition auf. Mit etwas Glück ist sie sicher und wohlbehalten in Nightingale City angekommen. Sie sollte bald zurückkehren. Doch ob per Boot oder Portal, ich weiß es nicht mehr. Ich sorge mich um sie. Taten wir schlecht daran, den Portalen und den Welten zu trauen? Fürs Erste können wir nur abwarten. Das klingt nicht sehr motivierend dafür, dass ich da auch gleich durch muss. Was seid ihr denn für Kleine? Mann, ich will dauernd... Ich crouch mit Steuerung so. Ja, der kleine Süße. Kleine süße Insekten. Okay, ab an die Arbeit. Weltkarte. Biomkarte erforderlich. Großweltkarte erforderlich. Wir haben eine Wald-Biomkarte. Nur Weltkarten. Waldkarte. Spielen Sie diese Karte, um eine dicht bewaldete Welt zu suchen. Die erste entdeckte Welt war von einem üppigen Wald überzogen, der die Ritter des Roten Kreuzes fälschlicherweise glauben ließ, dass Fährwildnisse irdische Lebensräume gleichen würden. Wie sehr sie sich doch irrten. Oh Gott, wie haben die rausgefunden, dass sie sich irrten? Wir werden bestimmt Knochen finden. So alte, abgenagte. Die Nebenwegkarte, was ist das? Spielen Sie diese Karte, um eine kleine, vorübergehende Welt zu suchen. Es existieren kleinere Wildnisgebiete, die als Passagen zwischen größeren Welten dienen. Wie ein Geheimgang zwischen zwei Waldlichtungen, die Ritter des Roten Kreuzes erfuhren von den Fae, dass diese Nebenwege genannt werden. Also sind die Fae ja an sich doch sehr dazu geneigt, Bündnisse einzugehen. Fly, Realmwalker. The fiends have caught your despairing stench. Ich gehe ja schon. Ab in die Hölle. Oder was uns da erwartet. Ich bin wirklich gespannt, was uns erwartet. So viel habe ich echt noch nicht gesehen von diesem Spiel. Und ich bin... Ja, nee, ich bin einfach nur neugierig, ob wir das überleben oder packen, weil immerhin haben wir schwierig genommen für unsere Herkunft. Ich weiß nicht, was das ausmacht und wir haben auch nur Zwillinge in der Familie. Eigentlich nur einen Zwilling, aber eine Person, der ganz, ganz, ganz viele Geschwister hat, die exakt zu Hause wäre. Ich weiß nicht, wie man so viele wie wir hatten, kann man das ja nicht mehr mit Zwilling oder Drilling nennen. Ich weiß nicht, wie viel man das nennen sollte. Das haben wir schon gelesen. Also das kriegen wir wahrscheinlich jedes Mal, wenn wir ins Portal gehen. Das hatten wir ja eben auch. Nur jetzt mit Informationen. Wir haben auch NPCs und Kreaturen. NPCs und Börsen. Also gibt es Städte und NPCs, mit denen wir kommunizieren können irgendwann. Es ist schön zu wissen. Dann ist die Welt nicht ganz so leer. Apex-Kreaturen nicht verfügbar. Okay. Potenzielle Kreaturen. Immerhart Hirsch. Barkok, Ziegenfisch. Bluthorn, Spross des Gaunus, ein Blott und Nachkomme des ältesten Haarkatze. Es gibt immer Katzen in Spielen. In jedem Spiel gibt es irgendwas, was Katze heißt oder Katze ist. Oh mein Gott, ist das schön. Das ist ja richtig schön. Das sind auch die Hirsche. Oh. Park!
Das ist voll schön hier. Hättest du mich vorwarnen können? Wie schön das ist? Jetzt will ich hier doch nie wieder weg. Count thyself among the fortunate few who manage to flee the pale's noxious. Ich bin eindeutig einer von den Glücklichen. Ich bin in diesem wunderschönen Wald. Nightingale still stands, but earth teeters on the brink, and these wilds are far from hospitable. Sequestered so and struck by woe begs the question. Wilt thou? Klar, wir werden überleben, hundertprozentig. Und irgendwann werden wir nach Nightingale da in die Stadt kommen. Also, zumindest ist das meine Hoffnung, dass wir da hinkommen können irgendwann. The gift I promised should aid thy cause. Ein Handtuch und eine Taschenuhr, okay. Watch, purloined off the corpse of a realm walker. Keep these like. Bitte? Von einer Leiche entwendet? Kannst du mir vielleicht sagen, was mit dem alten Weltenwandler passiert ist? Wird das mein Ende werden? Danke für die Taschenuhr. With the man-made network sundered, entrust me to find the trail forward through these byway realms. Ich versuche dir zu vertrauen, wirklich. In the interim, I hear your stomach. Hey, wie kannst du das hören? Take reprieve from misery and gorge yourself with a feast fit for a fleshling. Preserve yourself and I shall return. Ey, aber bitte bleib nicht zu lange weg, okay? Ich habe Angst. Oh. Under this mask, you wonder. I am Puck. Robin to some. Warum Robin? Oberon's merry wanderer of the night. The last. Furtive Fae to grace your kind. Heißt es gibt nur noch eine Fae? Oder bist du die letzte, die uns freundlich gegenüber gesinnt ist? Weil dann würde ich gerne wissen, was wir den Fae angetan haben, dass sie nicht mehr mit uns sprechen wollen. Oh, oh, er tanzt davon. Und hopp. Ey, wäre schön mit einem Tattoo. Tattoo? Mit einem Tütü. Okay, finden Sie eine Nahrungsquelle. Rote Beeren nehmen. Es ist wirklich wunderschön hier, oder? Bevor wir jetzt sammeln. Erstmal diese Statue, ja. Und zweitens, guckt euch das an. Diese Sonne. Und das Wasser sieht mal so gut aus. Oh, und die Geräusche. Wie schön das einfach aussieht. Oh, ich mag das Spiel jetzt schon. Das reicht mir vollkommen. Einfach, dass es hübsch aussieht. Stellt euch mal vor, wir bauen uns ein Haus hier am Strand. Und können jeden Morgen so aufwachen. Das ist im Himmel. Auf den blauen Fäden. Oh! Ist das schön! Oh, die Welt ist wirklich sehr schön. Oh, ich könnte hier einfach nur stehen bleiben, aber ich sehe unten unsere Hungerleiste, die blinkt. Wir können Sachen sammeln, richtig? Ja. Oh! Wir können einfach so sammeln und müssen nicht irgendwann dreimal drauf kloppen, bevor das abgeht. Oh, ist das angenehm. Wir können einfach sammeln. Was ist das? Oh, Blumen. Da unten rechts ist sogar ein Chat, der uns anzeigt. Also ein kleiner Chatlog, der uns anzeigt, was wir gemacht haben. Oh, Nebenhandgegenstände. Nebenhandgegenstände benutzen. Sie können kleine Gegenstände wie Nahrung und Fackeln in ihrer Nebenhand halten. Drücken Sie F. Ich glaube, ich habe gerade Beeren gegessen. Ja, ich habe Beeren gegessen. Ach so, Hunger. Verzehren Sie Nahrung, um Ihren Hunger zu stillen. Jetzt müssen wir Sachen sammeln für ein Lagerfeuer. Steine nehmen, Stöcke nehmen, rohe Beeren nehmen. Dann liegt ja alles rum. Also der Wald ist echt schön. Hm. Also hier könnte ich mein Lager direkt aufstellen, ganz ehrlich. Hier beim Wasser. Sieht gut aus. Habe ich kein Problem mit. Hier waren auch ein paar Hirsche. Das heißt, wir könnten auf Dauer auch Essen jagen. Also mir gefällt das jetzt schon. Ich habe noch nicht viel von dem Spiel gesehen, aber ich bin jetzt schon beeindruckt. Obwohl, ich bin ziemlich leicht immer beeindruckt, ziemlich schnell. Aber guckt euch das an. Allein die Grafik ist richtig schön. Und keine Performance-Probleme. Ich meine, es ist Early Access und kam heute raus. Und wirklich keine Performance-Probleme? So gar nicht? Wo kriege ich Steine her? Ich habe null Steine. Im Boden irgendwo? Vielleicht beim Strand? Also ich hätte jetzt wirklich mit Performance gerechnet, weil meine Qualität ist ja nun mal auf Ultra gestellt. Und in vielen Spielen ist es dann so, oh, nope, kam erst raus, du hast 50 Bucks, alles ist auf Ultra und laggt, also furchtbar.
So errichten Sie ein Lagerfeuer. Sie können sich Entwürfe aneignen. Okay, mit B. Herstellen. Ja, ein Lagerfeuer. Platzieren. So ganz schön am Wasser. Oh, was steht da? Platzierung, Lagerfeuer. Loser Untergrund vom Fromm-Bauwerk steht nicht auf einer stabilen Oberfläche. Ungeschützt. Fromm-Bauwerk steht unter keiner Unterkunft. Sowas muss man also auch beachten. Wie cool. Das heißt, wir müssen sogar darauf achten, wie Dinge platziert sind. Wahrscheinlich dann auch mit Betten und so. Kocheinleitung. Lagerfeuer. Bauten wie etwa das Lagerfeuer können zum Kochen bzw. zum Verbessern und Herstellen von Gegenständen benutzt werden. Werkbänke und andere Stationen in Nightingale haben mehrere Interaktionspunkte. Interagieren Sie mit der Feuerstelle des Lagerfeuers, um Brennstoff und Flamme zu verwalten. Drücken Sie E, um zu interagieren. Nachdem Sie das Lagerfeuer entzündet haben, können Sie mit dem Kochtopfbereich des Lagerfeuers interagieren und zu kochen bringen. Wählen Sie Rezept und Zutat aus und drücken Sie anschließend Herstellen zum Kochen. Das klingt doch alles mal einfach. Also unser Rucksack, wir haben Pflanzenfasern und Stöcke. Wir nehmen mal die Stöcke. Ich weiß ja nicht wie... Hä? Achso. Keine Ahnung, wir fügen mal 4 hinzu. Reicht das? Wahrscheinlich. Gegenstand herstellen. Wir haben nur ein Rezept, das sind die Beeren. Ich frage mich, wie viele Rezepte es gibt in dem Spiel. Also ich kann jetzt... ich kann klicken. Und automatisch füllen. Ich kann auch sogar Brennstoff verwalten, während ich... Das ist cool. Das ist nice. Das kann sehr hilfreich sein, falls wir in Zukunft irgendwelche Probleme haben damit. Mit dem schnell einstellen. Eine kleine Wartezeit. Inventar. Sie können Ihr Inventar öffnen und ausgerüstete Gegenstände sowie die Inhalte des Rucksacks verwalten. Drücken Sie I plus Tab oder I plus Tab. Warum I plus Tab? Kann ich aber I drücken? Ich kann doch auch einfach I drücken. Warum? Oh Gott, wir haben auch Spielerwerte. 7 Gesundheit. Ist gerade runtergegangen. Wahrscheinlich, weil wir Hunger haben. Ausdauer. 9. Oh Gott. Ja, wir müssen unbedingt essen gleich. Hoffnung. Was bedeutet Hoffnung? Sind wir noch hoffnungsvoll, dass wir hier rauskommen? Gesundheitsregeneration, Nahkampfschaden. Das können wir wahrscheinlich alles verbessern. Ich weiß nicht wie, aber das werden wir rausfinden. Alles reparieren. Okay, wir müssen unsere Sachen auch reparieren. Okay. Dann esse ich mal die gebratenen Beeren. Tutorial-Hinweis. Wenn Sie Tutorial-Nachrichten deaktivieren möchten... Nee, will ich ja nicht. Oh, und Puck ist wieder da. Hey, Puck, wir haben eine Beere gegessen. Möchtest du auch? Wir haben noch rohe, aber wir können sie braten für dich. Oh, ich will Puck nicht schlagen. Ah, you've avoided embarrassment by saving off. Ich bin keine Schande. From the lingering scent, your meal was no summer. Leider nicht. Banquet, but at least you ja, so ein paar Beeren. Gut, dass es keine Vogelbeeren waren oder sowas. Das ist hilfreich gewesen. We must carry forth whilst this byway is aligned with another. One which should get us closer to necessity. Was, wir sollen jetzt schon gehen. Ich dachte, wir fangen hier erst an. Moment, wir sollen jetzt durch ein Portal gehen? Was wird ansonsten warten, nur vernichtende Sande? Müssen wir gehen? Oh! Jetzt verschwindet er. Also, ich meine, ich sehe das schon. Das ist wahrscheinlich das Portal, aber ich wusste nicht, dass wir direkt gehen sollen. Moment, bevor ich irgendwo hingehe. Ich hole mir noch mehr Bären. Ich sehe das gar nicht ein, Lust zu gehen ohne Proviant. Aber ich dachte, wir können hier in die... Die Welt ist so schön. Wieso darf ich hier nicht bleiben? Ich will aber hier bleiben. Mann, Park, du bist ein... Mann, du bist echt ein Treiber. Was soll denn das? Sind hier noch mehr Bären? Kann ich ein Reh verprügeln? Ah! Ich kann das Reh nicht verprügeln. Okay. Park, das hast du nicht gesehen. Ich bin nicht brutal. Ich bin kein Bösewicht. Sind hier keine Bären mehr? Warum läuft denn meine so gebeugt? Lauf nicht wie so eine alte Hexe, nur weil du ein Angriff Statur bist. Bitte. Ah, hier. Bären. Ich will wenigstens ein paar mitnehmen, bevor ich losgehe, okay? Dann habe ich 4. Das ist besser als gar nichts. Oh, hier sind noch welche. Sind das Bären? Ja, das sind Bären. Ich rede die ganze Zeit Blaubeeren. Oh, Blaubeeren sind einfach die geilsten Bären. Und Erdbeeren. Blaubeeren und Erdbeeren. Himbeeren sind auch lecker. Aber ganz ehrlich, Himbeeren denke ich immer, da sind irgendwelche kleinen Viecher drin. Ich pulle sie immer so, jedes kleine von den Kügelchen pulle ich immer auseinander. Ich weiß, ich esse die ganz komisch, aber ich will nicht aus Versehen in den Insekt reinbeißen. Ugh, nee, die Vorstellung allein.
Ey, yo, Bambi! Okay? Rechts vor links. Ich weiß zwar, es war gerade, gerade, okay, aber, ne? Weiß schon. Mensch vor Tier oder so. So, wir haben eine Wüstenkarte. Och, ich will nicht in die Wüste. Ich will einfach in diesem schönen Wald bleiben. Spielen Sie diese Karte, um eine dürre Wüstenwelt zu suchen. Geoarkanisten längst vergangener Tage suchten oft Wüsten auf, um das Spiel des Sonnenlichts in den Dünen zu genießen und sich an der Illusion eines endlosen Horizontes zu erfreuen. Vor Ewigkeiten von den Fae übergeben, nur einige Überreste sind zurückgeblieben. Wir haben keine Info zu Kreaturen. Und die Nebenwegkarte. Ah, hier jetzt. Potenzielle Kreaturen. Wüsteneoten. Knotenzweig, der Jüngere. Katin? Katin? Na, ich find's gut, dass die Portale so einfach sind. Ich kann einfach voranschreiten. Mein Schicksal erwartet mich. In der Wüste! Oh, ey, ich wollte episch reinspringen und da kam direkt dieses Schwarzbildschirm für Ladebildschirm. Schade. Ich dachte, ich könnte so, whoop, so Tauchergang durch, aber nee, nee, wollte nicht. Okay, das ist also die Wüstenwelt und Pack wartet schon auf uns. Hallöchen, Pack. Summer runs through my being as blood runs through yours. Yet I've seen that dew men call. Ja, ich schwitze gerade auch schon, so heiß wie das hier aussieht. In our deserts. This heat devours spirit and life alike. How be it? Enduring the elements is part of the realm walker's folly. Pleasure sought through vanquishing hostility. Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, dass sich Vergnügen zeigt, dass man Feindseligkeiten meistert, aber ja, bestimmt, weil man irgendwas erreicht oder so. Ich weiß es nicht, aber Hitze will ich nicht. Nee, ich will keine Hitze. Whether this pleases or not, without shelter and the means to defend it, you'll not last long. Mm. Nein, ich dachte, you'll not last long und dann war er fertig, als ob ihr weitergeklickt. Nein. Was? Ach, verdammt. Ich soll ein Zelt aus Stöcken bauen. Okay. Gut, das tue ich jetzt. Ich sammle mal nebenbei. Also, ich weiß nicht, übrigens, ob dieses Spiel permanent sein sollte. Ob ich ein Let's Play daraus machen sollte, ein ganzes. Das hier ist gerade anspielen. Ich weiß nicht, ob ihr Lust habt, das zu sehen. Ich dachte mir nur, das Spiel ist ja erst rausgekommen. Ich habe die Aufnahme gestartet, so ungefähr eine Stunde, nachdem das rausgekommen ist. Man muss es erstmal runterladen, ne? Die Zeit muss ja leider mit einberechnet werden. Und dachte mir, momentan kommen so viele gute Spiele raus und nicht jeder kann einfach Geld rauswerfen für jedes einzelne Spiel. Ich habe selber mir extra die meisten neuen Spiele einfach nicht gekauft. Weil, ja, was. Man kann halt nicht immer so viel Geld rauswerfen. Die meisten Spiele sind auch so furchtbar teuer geworden. Nightingale geht, das kostet gerade nur 26 Euro. Soweit ich weiß. Ich glaube, das hat sogar am Anfang direkt 10% Rabatt bekommen. Es ist zwar Early Access und ich weiß, dass sich einige Leute davon fernhalten, einfach nur, weil sie abwarten wollen, dass bis alle Bugs beseitigt sind oder bis es wirklich sicher draußen ist und nicht... Early Access kann ja auch wieder eingestampft werden, was meiner Erfahrung nach jetzt nicht oft passiert, aber es kann halt passieren. Und B war das, ne? Ja, B. Hier ins Zelt. Und das ist halt dann immer so ein Risikofaktor. Auch wenn halt die meiste Zeit dieses Risiko nicht so groß ist. Aber ich hatte noch ein bisschen Geld auf Steam übrig gelassen von Weihnachten. Also dachte ich mir, ich warte einfach ab, bis irgendwas Neues rauskommt, irgendwas Cooles. Hatte gehofft, dass Nightingale nicht so teuer ist und ich hatte Glück. Ich hatte wirklich Glück damit. Und dachte mir, ich teile es mit euch. Und falls ihr das sehen wollt, könnt ihr mir das ja mal unten reinschreiben, ob ihr... wie ihr das Spiel allgemein findet, also euer Eindruck nach dem Video oder während, vielleicht jetzt schon, je nachdem, ihr habt das ja bestimmt auch schon gesehen oder gespielt. Oder jetzt gerade guckt ihr es, also könnt ihr euren ersten Einblick schon mal preisgeben. Oder ihr hinterlasst mir einfach einen Kommentar, ob ihr das sehen wollt. Generell, ich werde wahrscheinlich ein paar Folgen rausbringen. Ob ich das jetzt für 100 oder 150 Folgen oder für 1000 Folgen mache, das bleibt offen. Das werden wir dann sehen, wie es ankommt, ob ihr das wirklich sehen möchtet. Was ist das da hinten? Ich weiß nicht, ob ich rausfinden will, was das ist. Ich soll noch einen Schlafsack herstellen. Nee, also, dann sagt mir das nur einmal. Dann kann ich mich daran halten. Denn ich denke, das wäre bestimmt Ausruhen. Die Dauer von Ausgeruhtheit erhöht sich mit zunehmender Komfortstufe.
Annehmlichkeiten wie Licht, Wärme und Einrichtungen erhöhen die Komfortstufe. Höhere Komfortstufen ergänzen unterschiedliche Wohnungswerte zu. Gesundheit und Ausdauerregeneration. Für das Ausruhen ist eine Mindestkomfortstufe erforderlich. Die Errichtung des Schlafsacks in einer Unterkunft erfüllt die notwendigen Anforderungen. Perfekt, einmal ausruhen. Ich muss mehrmals ausruhen, dass es voll ist. Ja, tatsächlich, alles voll jetzt. Provisorische Gegenstände herstellen. Zur Umsetzung der meisten Rezepte benötigen sie... Oh, ich glaube, da stand eine Werkbank. Ach so, deswegen steht das auch rechts. Steht gerade, wir müssen Holzachse herstellen, einen Pickel, ein Jagdmesser, ein Sichel und eine Fackel. Aber erstmal müssen wir noch was essen. Denn unser Charakter hat Hunger. Die Bären helfen echt nicht viel, oder? Wenn sie nicht gebraten sind. Ich esse aber mal alle. Wir kriegen im nächsten Video bestimmt irgendwas. Oder in dem hier noch. Ich weiß nicht, wie lange wir hier bleiben.